Hallo und herzlich willkommen zu meinem Singleplayer-Let's Play zu Mafia 2. Ich bin Kevin und mein Kumpel Janiklas sitzt neben mir. Hallo! Wir starten einfach mal die Story. Neues Spiel, ich habe schon mal angezockt. Los geht's! Auch viel Spaß von meiner Seite! Ich heiße Vito Scaletta, geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Von Sizilien, über den Ozean, um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Da wir beide arm waren und Arbeitsplätze hatten, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben und ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Alle auseinander Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Armee Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Kapitel 1. Die alte Heimat. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindkampf. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. So, wir starten hier direkt gleich.
Schalt ihn aus. Dann müssen wir erstmal ausschalten. Wir starten hier in Sizilien, in seiner alten Heimat. Und sind hier gleich im Krieg gestartet. Zack. Sehr schön. Wollen wir nochmal die ganzen Leute hier ausräuchern? Oha. Oha. Geht ja gut los hier. Was? Was? Grafik sieht ja schon ziemlich geil aus. So, Leute. Maschinengewehr hätten wir getroffen. Wenn du eine Handgranate hast, dann lecker. Der ist jetzt scheiß angebracht, die zu glauben. Machen wir mal. Wo ist eine Handgranate, Händler? Zack. Oha. Guter Wurf. Okay. Oha. Oh Gott. Alles dran an dir? Ich glaube, die sind tot. Bitte einen Arsch auf. Wir müssen weiter. Oh. Wir spielen auf dem Mac. Scheiße. Falls es noch keiner gesehen hat. Das ist unsere letzte Chance. So. Oh mein Gott. Hey. Alles klar. Weiter geht's. Soll ich die etwa auftreten? Nee. Da oben ist noch einer, den haben wir auch. Alles klar. Sie wohl oben. So, über den zweiten Stock. Skeletta, du gehst voraus. Ja, natürlich gehe ich voraus, wer sonst? Ich bin hinter dir, Mann. Okay. Ja, und tot. Sehr gut. Ist hier noch jemand? Ja. Okay. Nehmen wir auch. Weiter geht's. Oh. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Treten wir eben die Tür auf. Oha, oha. Okay. Zivilisten, Zivilisten. Rettet oder auch. Oh. Wo ist er? Anscheinend geht's hier entlang. Scan. Los. Ist klar. Mehr. Die Hand reicht nicht, glaube ich. Komm raus. Tot. Tot. Da oben ist noch einer. Den haben wir auch. Okay. Ja, das stimmt allerdings, aber so tun. Okay. Oh, MG-Action? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oha, da kommen wir hin. Oha. Er ist tot. Ja, ja, ja. Metzeln ja auch heftig umgemacht. Ah, jetzt stirb doch endlich. Och. Okay. Wie kommt der nicht rein? Alles klar. Oh. Jawohl. Dicevo al mio amico di stare attento. Nein. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Alle nacheinander nochmal einen Schuss verpasst. Außer Vito. Natürlich außer Vito. Wir rocken das hier. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare. Hai davvero Don Calò? Cace. Un buon giorno sono arrivato a me così. Ma chi è quello? Lo conoscete?
Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi a che ne dite, eh? Don Carlo, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Okay. Warum? Weil er es sagte. Alles klar. Kapitel 2. Trautes Heim. Ja, hoffentlich. 2 Jahre später. Wieder in Amerika. Wir sind aus dem Krieg zurück, wie es aussieht. Wir werden jetzt wahrscheinlich nach Hause. Zu unseren Eltern. Da sind wir doch schon. Mit einer schönen Uniform. Sieht ziemlich beschissen aus. Geil. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Die Nazis? Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Ein Monat nur? Das heißt, dann müssen wir zurück. Schade. Peter, hier bin ich. Ah, dann ist er da. Joe, hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Na super. Ja, sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erst mal ein Bier trinken. Gute Idee. Es ist der 8. Februar und wir haben noch tiefsten Winter. Wie schön. Da ist es. Ach, wir fahren durch. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Weiß ich. Mir diese Stadt je etwas geschenkt? Sieht schon ziemlich geil aus hier, oder? Ist der bloß so ein Mistwetter? Eigentlich ist es der kälteste Winter seit Brücke. In den ganzen Flugzeugen. Dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich auch gehauen, dich hinter. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Ja, gut. Super toll. Und jetzt natürlich Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines zweiten Herrn. Städtchen. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Oh, das ist ja eine super Kamera. 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alltag. Bitte das Thema wechseln. Erzähl, Alter. Wie war's denn so mit dir? Ich habe immer Zeitungen gelesen, auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Calò. Ohne Scheiß. Don Calò. Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du weg. Scheißt du sie ab, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, echter Kriegsheld, ha? Wow. Und dann? Ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest kalt, ne? Ja, von wem? Sicher. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schätzt dich. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Jo, wir sind wieder da. Salute. Ja, salute. Und trinken erstmal ein. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe, hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletti. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als andere. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe jetzt hier. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze...